dem? Bewundert. Oh, das ist dieser Meisterstatus. Gibt es dann auch noch so einen Status Gott? Das wäre auch geil. Die wirken auch nicht gerade wirklich glücklich, dass sie da die ganze Zeit herumstehen müssen, bis sie ausgeklärt werden. Damn! Was für ein Arsch! Kann ja passieren! Oh, da sieht man schon. Ein Abweichler! So ist der jetzt rot geworden, da bin ich gespannt. Hi Leute. Ah, vielleicht können wir jetzt wieder mit denen reden. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? So einiges, hoffe ich mal. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Nice. Das klingt geil. Oh, das ist sogar mit eurer Zuckerfisch-Tape. Hi. Das ist kein Roboter. Wir werden alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten. Überlassen nichts dem Zufall. Nice. Gelange in Stock 47. Ja, alles klar. Nicht, dass da jetzt zufällig Agent 47 da am Start ist. Das wollen wir ja nicht. Ah, wir können anscheinend noch mit der Beine reden. Dann quatschen wir mal. Analysieren. Was ist denn das? Smartwatch! Ah, wie schön. Ja, definitiv ein Mensch, das kann man jetzt schon sagen. Das trägt mir eine Smartwatch. Schrittzähler und so alles da mal an. Okay. Das ist ja Schnee von 19. Jahrhundert. Das ist ja ein Bodycon, so mehr. Wahnsinn. Ah, wie schön. Machen wir gleich mal die Wohnadresse. Super. Parkplatz, Schule, Feuerwehr. Ah, mach mal Schule. Oh geil, wie hat das wieder so mit der Stimme und so gemacht? Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Hi. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Und? Ah, warte, jetzt geht's. Ja, genau. Bitte schön. Es ist überhaupt kein Gefecht. Der. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Dankeschön! Eine sehr freundliche Dame, Herr Wahnsinn. Danke. Und hindurch. Geil. Ja, ganz nett. Interessiert mich überhaupt nicht. Gleich mal rufen. Schauen wir, dass wir da auch gleich vielleicht ein bisschen alleine sein könnten. Wir könnten ja vielleicht auch den Aufzug hacken. Der. Schleusen wir aus. Nehmen wir mal an, das sind die Armenviertel. Das kannst du dann, na sicher gibt's auch sowas. Kann sich ja nicht jeder einen Androiden leisten. Nehme ich mal an. Weil so billig werden die sicher auch nicht produziert. Hi. So, finde das Paket anscheinend. Sagen wir nochmal her, was suchen wir denn da? Ah, in der Herrentoilette müssen wir extra hin. Eieieiei. Müssen wir sogar extra in die Herrentoilette. Wahnsinn. Frage ist nur, wo ist denn die überhaupt, die Herrentoilette? Aha, da haben wir ja was. Was haben wir denn da Schönes?
Okay. Oh, ich nehme mal an. Yep, wieder eine Zeitschrift. Wieder eine Zeitschrift. Oh, der ist ein Android-Guy. Aha. Das ist nicht schlecht. Was die da alles für Zeitschriften haben. Ne, komm schon, ich tue extra sogar runter, ist ja Wahnsinn. Bist deppert, Erdbeben, Alter, 10.000 Klammer. Bist deppert, das ist viel. Das ist viel. Sonst interessiert sich eh keiner für uns. Passt. Tue ich nicht, gell? Die Herdverletter, wo haben wir die? Server Room, das kommt sicher gut an. Weil jetzt. Nee, da war jetzt nicht wirklich so ein Zeichen. Ich hab jetzt was gedacht gehabt, das ist ein Zeichen. Da ist aber ein Zeichen. Was war denn das? Das ist wichtig. Ja, aber. Aha, da haben wir sie. Genau das Richtige. Anscheinend dürfen wir ja nur dies benutzen. Oh Wahnsinn. Ich frage mich hier. Ah, die werden sicher so einen Androiden genommen haben. Die werden sicher einen Androiden. Aha, da können aber für scheißen, würde ich mal sagen. Uiuiui. Anscheinend sehr viele. Irgendein Android wird schon eine gesteckt haben oder so, nehme ich an. Oh. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, das wird von der Toilette ausgenommen. Die ist ein bisschen Arsch gewesen. Ja, fix irgendein Android. 100% ein Android. Ah, nee. Damit wir dann auch in den Serverraum kommen können. Ja, so ein Mädel immer voll scheißen draußen, na Wahnsinn. Eieieiei, der Fels, Alter, bist depper, zum Glück tue ich nicht das Klo reinigen. Wahnsinn. Na dann. Aha. Ich habe mir jetzt gedacht, da gibt es jetzt vielleicht mehr Möglichkeiten, da irgendwie was anzustellen. Ei. Aha, was haben wir denn da? Ah, vielleicht können wir einen Knockout machen. Gleich vor allen anderen. Gleich mal vor allen anderen. Knockout! Oh! Dankeschön! Dankeschön, das war sehr freundlich. Was für ein Zufall. Das gehört jetzt mir. Tralalala. Notausgang öffnen, das ist super. Tja, und wo haben wir denn den Notausgang? Die werden wahrscheinlich auch alle vom Notausgang kommen. Und dann. Anduin an der Macht! Okay, da ist mir sicher nicht der Notausgang. Ja, trotzdem hin und wieder ein bisschen durchschauen. Weil man kann hier nie so sicher sein, dass man irgendwas vergessen. Achso, vielleicht zu. Nee. Damit die durchkommen können. Fix. Hi. So. Kommen wir jetzt in die nächstgelegene Etage oder was? Ja, fix in den Serverraum, fix in den Serverraum. Mist. Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Flirtet doch ein bisschen mit der, ne? Ja, du, dann halt du, flirtet halt mit ihnen, kein Problem. Hi. Dann machen wir es gleich so. Machen wir das immer ganz zufällig kaputt. Na, das gibt's ja nicht. Hoppala, 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 was ist denn da passiert? Komisch. Das kann ja nicht sein, dass da irgendwas nicht passt.
Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Alles klar. Ah, verlassen. Asse auf, verschließen. So, jetzt geht's. Verschlossen. Serverraum wird gewartet. Dankeschön. Okay. Ah, da blinkt, genau. Öffnen. Okay, kann man sich da abseilen später? Das ist so geil. Nee. Das wäre urgeil, wenn die einfach rüberspringen. Das wäre geil. Das wäre geil, die springen da einfach so runter. Ja, wir wäre einfach nichts. Das muss doch irgendjemand sehen, wenn es da wunderschön glänzt. Ich kann nicht sehen. Unser Aufzug ist da. So leicht geht's. Was? Sind wir schon komplett fertig? Ich bin einfach auf der Scheiße. Ladies first? Ah, danke schön. Sehr freundlich. Warte. Affe oder? Das schaut eher wie Affe aus. Na dann. Nicht schlecht. Sind das nicht eigentlich die ganzen anderen Mitarbeiter in den anderen Räumen? Die müssen das doch sehen. Yay! Ah, die werden sich schon denken, oh, die müssen hageln, ja, was war denn schon? Nice. Na, das war das wunderschöne Plakat, Fenster, Fernseher, ich glaube, ich würde ja sagen Fernseher, Riesenfernseher, ich glaube, der ist kaputt machen. Nicht wir. Na puh, da sind wir schon selber da. Und wie wollen wir denn runterkommen? Tja, wir sind halt oben. Wahrscheinlich werden da die Extremen von den extremen guten Servern sein, nehme ich mal an. Da werden die guten Server sein. Wir sind anscheinend noch nicht komplett fertig. Ja, und wie oft müssen wir jetzt so aufhören? Das ist Wahnsinn. Na, hoffentlich nehmen wir nicht das falsche Fenster. Und ich höre das auch niemand. Hoppa! Na, Alter, wie wenigstens noch kackelt. Super. Okay. Anscheinend wollen sie auch, dass sie immer höher und höher haben. Also, anscheinend. Was güterhaft? Wahnsinn. Kann man was komplett riesiges. Warte, mach mal kurz das. Was haben wir denn das Schild? Öffnen! Okay, halt nicht. Dann halt nicht. Behalten. Wieder sehen können. Bye. Hat ein bisschen dauert, aber ich weiß nicht, was, oder? Dann mal wem? Ich nehme mal an, jetzt dürfen wir da zum Schloss, ja, genau. Und Sesam, öffne dich! Yay! Und? Au! Das nenne ich. Geiler Schlosser, Knacker, Modum. Great. Aber eh nix, geil. Ah, ist ein bisschen einseitig da. Passt. Aber dann später nicht mehr so viel. Lest du dir immer sagen? Warte dir.
Ja, ich bin trotzdem Held. Was machst du denn? Balla. Tja. Mal hergegangen. Meja. Ha. Geil. Aber wir haben es geschafft. Ja, es schippt uns zur Seite. Was denn? Der fehlt dann nochmal durch. Da. Ich sehe nur, wie der da so herumgeschleift wird, aber ich sehe meinen Charakter heute nicht. Aber okay. Broadcast. Überfall. Da ist das alles. Oh, da ist echte Munition drin. Seit wann benutzen wir echte Munition? Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Oh, Gott. Aufstehen, 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 aufstehen. Geil. Oh, schätzt du deine Hand oder was? Verschonen. Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Ja, ich hoffe auch so vieles. Also, wir müssen die Botschaft Leute. Aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, fort schon. Du bist nicht der Junge. Ja, da geht's los. Yes. So, in 1, in 2, in 3. Klar. Unsere Zukunft bestimmen. Liegt immer alles in unserer Hand. Yay. Was? Okay. Okay, aber so werden sie nicht wirklich erkennen. Also praktisch. Bereit. Das schaut schon mal geil aus. Oh, Anführer! Yes! Entschlossen, würde ich mal sagen. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Erkennen, Ende der Sklaverei, gleiche Rechte, Meinungsfreiheit. Gleiche Rechte, na hallo, fix. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Ende Meinungsfreiheit. Ende der Sklaverei. Definitiv. Das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Bürgerrechte, Arbeit. Arbeit. Wir fordern gerechten Lohn für unsere Arbeit. Gerechtigkeit. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Besitzrecht, Mittel zur Vermehrung, Territorium. Das ist jetzt schwer zu sagen, aber ich würde ja sagen Besitzrecht. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Friedlich, würde ich sagen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam geil. Können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Oh, geil, geil. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Wie wollen wir jetzt rausgekommen? Oh, fuck. Ah, schon. Ah, noch wieder gehabt. Passt. Nope. Was macht ihr denn? Wir werden helfen definitiv helfen.
Wir lassen hier keinen zurück. Auch wenn wir dabei drauf gehen. Der Kugel fangen, scheiß drauf. Ich glaube, die können dann unsere Spur verfolgen. Ich glaube, die können unsere Spur verfolgen. Definitiv. Meine Beine wollen nicht. Oh shit. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen. Ah, so, irgendwie. Halb, halb, kriegen wir hin. Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hier bleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Markus, du entscheidest. Ich würde töten. Tut mir leid, Sam. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Unterlassen. Ich töte keinen von uns. Na dann, weg hier. Oh, nice, 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 nice. Damn. In Freiheit, wie ich mal sagen. Woohoo! Geil. Schön inszeniert. Das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehängt. Ein offenbar haltloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt, es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Boah, die denken alle nur negativ. Das ist ja Wahnsinn. Eieiei, wieso denken die alle so negativ? Fickt euch. Oh mein Gott, da gab es wieder so viele Lösungswege und so. Na dann, Leute, weiter geht's natürlich.